Was? Nein, nein, das kannst du mir. Nein, 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 nein. Was? Im leichtesten Booster. Nass. Was? Im leichtesten Booster ziehen wir diese Karte. Das gibt's nicht. Da ist schon wieder eine SER drin. Da, nein, nein. Ja! Das. Was zur Hölle geht denn bitte ab? Was ist denn das schon wieder für ein Opening, Leute? Ich habe einfach die besten Calls. Leute, ich habe die besten Calls. Was ist das denn für eine krasse Karte? Und was ist das für ein krasser Pull heute? Lassen sich die Booster aus dem 151-Set abbiegen oder nicht? Das werden wir heute herausfinden. Dafür brauchen wir einmal eine handelsübliche Mikrogrammwaage und ein paar Booster-Bundles. Wir haben 4 Stück davon, das heißt 24 Booster. Ich weiß, es ist nicht mega aussagekräftig, aber vielleicht kann man eine gewisse Tendenz erkennen. Wir gehen rein ins Video. Viel Spaß. Lasst ein Like und Kommentar da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und jetzt rein da. Leute, und wir gehen rein. Wir haben hier 4 Booster Bundles. Die mache ich mal kurz auf. Ich wiege einmal im Schnelldurchlauf die kompletten Booster durch. Ihr seht ja alles. Und dann gucken wir mal, ob es Unterschiede überhaupt gibt. Bei den ETBs war es ja ansonsten immer so, dass man quasi pro ETB eine bestimmte Charge hatte. Das heißt, man konnte nur ETB innerhalb, also ETB von ETB quasi, die Booster wiegen, so wie Display zu Display. Außer bei den Booster-Bundles auch so ist, das werden wir jetzt sehen. So, wir machen jetzt das Ganze jetzt mal ganz schnell auf und alles raus, gemütlich. Und dann gucken wir mal, was wir schönes ziehen. Wir brauchen ja auch noch einiges fürs Master-Set. So, ich mache das mal alles hier auf eben. So, Leute, dann haben wir jetzt hier 24 Booster. So, wir wiegen jetzt einfach mal durch. Ihr habt hier die Waage. Ich muss mal schauen, ob ich die Klima auslassen kann oder nicht. Und los geht's. 22, 7, 5. Okay, in etwa. Das ist das leichteste Booster. 22,1. Wir haben die ganzen 22,2er. Nochmal einmal Kontrolle, ungefähr 22,4, 22,5 in der Mitte. Einmal unsere Heavies mit ungefähr 22,7 jetzt, müsste es sein. Genau, 22,75. Und dann haben wir noch unser Schmuckstück, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ob es denn so ist. Mit, okay, jetzt, ja, 22,8. Also Leute, das ist mit Abstand das schwerste Booster. Das machen wir ganz am Schluss auf. Ich tariere jetzt mal, ihr habt gesehen, da war es relativ großer Unterschied. Ich lege die Schwere nochmal drauf zur Kontrolle. Es bleibt bei 22,8, sogar ein bisschen schwerer hier bei den 22,7. Geht sogar alles nochmal ein bisschen hoch, das heißt das leichteste wahrscheinlich jetzt auch nochmal. Bei 22,2 schon okay. Also, ihr seht es, durch das Tarieren steigt natürlich alles jetzt wieder. Deswegen, ich habe beim letzten Mal dazwischen tariert, das war blöd. Und ich würde mal sagen, Leute, wir gehen rein. Ich bin gespannt und wir öffnen jetzt das leichteste Booster mit 22,22, also niedrigen 22,2 Gramm. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, wenn man es abwiegen kann, dann ist hier keine dran. Aber ich weiß es nicht. Wir haben das Set noch nicht abgewogen und los geht's. Wir haben hier das Weedle, das Hornlio, Zubat, Goldini, ein wunderbares Artwork, wie ich finde. Nidoran, Taurus, Kadabra, Ivysaur, Omanyte, das Omarose. Was? Nein, nein, das kannst du mir. Nein, 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 was? Im leichtesten Booster. Nass. Nein. Was? Im leichtesten Booster ziehen wir diese Karte, das gibt's nicht. Ich habe gerade Flashbacks, weil das Ganze ist mir auch passiert, als ich Lost Origin durchgewogen habe, verlorene Ursprung, da habe ich die Giratina im leichtesten Booster gezogen. Was? Ich kann sie glauben. Wir ziehen die Glurak, das ist die beste Karte des Sets. Wow, im leichtesten Booster. Okay, also, oh Gott. Come on. Es ist ja gut, weil das heißt ja jetzt eigentlich schon, es kann nicht abgewogen werden. Keine Ahnung, ob wir hier am Ende vielleicht sogar einen Gottpick werden, 22,8 haben, ich weiß es nicht. Aber das kannst du doch keinem erzählen. Und dahinter noch ein Arbok EX, also sogar an sich ein Doppelhit im leichtesten Booster. Leute, das gibt's doch nicht. Ich bin ja gerade so froh, dass ich das Ganze aufnehme. Und ihr gesehen habt, dass das leichteste Booster war mit dem besten Hit im ganzen Set und sogar noch eine EX-Karte dazu. Holy moly. Ich bin ja schon wieder komplett am Abdrehen hier, Leute. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also, schauen wir uns die Karte mal in Ruhe an. Wird von vielen kritisiert, dass das Glurak relativ klein auf der Karte ist. Ja, das stimmt. Man hätte es ein bisschen größer machen können. Aber an sich ist die Karte wunderbar. Glurak vor der Sonne,
Man kann es gut erkennen. Ja, es ist ein bisschen klein, aber es sieht einfach gut auf. Es ist eine schöne Atmosphäre und alles. Es ist eine richtig tolle Karte. Wir haben hier eine schöne Struktur, guten Glanz auch. Und soweit ich das erkennen kann, ein ganz gutes Centering auch. Ist es nicht perfekt, aber sollte noch im Bereich 60-40 sein, was ja bei PSA für eine theoretische PSA 10 wichtig wäre. An sich wären wir jetzt fertig mit dem Video, aber wir haben ja noch 23 andere Büsse. Die machen wir natürlich auch. Also, sehr, sehr geil. So, jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle und wir machen weiter. Jetzt sind wir im Bereich 22,2. Also, an sich das gleiche Gewicht, wie wir gerade hatten. So, wir machen das Ganze jetzt so. Da wir ja schon einiges aufgemacht haben und noch einiges aufmachen werden, wir gehen jetzt direkt in den Hit rein. Ich zeige euch jetzt nicht mehr alle Karten. Oh mein Gott, da ist schon wieder was drin. Okay, wenn ich erkenne, da ist ein Hit drin, dann machen wir es ein ganz bisschen langsamer. Aber ich muss euch jetzt nicht mehr alle Karten vorlesen. Wir hatten jetzt schon so viele Booster geöffnet, allein schon nach dem 300er Opening. Und hier haben wir drin, ich habe eine Full Art, meine ich, erkannt. Das Golem, sehr geil. Geowatts Full Art. Ey, heißt es, dass in den leichten Boostern die Hits drin sind? Das wäre ja zu krank. Das wäre zu krank, Leute. Full Art und SER bis jetzt in den leichteren Boostern. Ich gehe jetzt gar nicht auf die zweite Nachkommastelle ein. Ja, weil wir hatten eigentlich relativ grobe Unterschiede. Sobald die Stapel leer werden, werde ich dann entsprechend die Hits dahin legen, wo sie herkommen. Dann kann man auch nochmal so ein bisschen am Ende nachvollziehen, wo was herkam. So, wir machen weiter. Was haben wir hier drin? Hier haben wir jetzt einmal die Holo drin mit der Flamara. Dann erwartet man ja eigentlich bei den leichten Boostern Holos und bei den schweren Boostern entsprechend die krasseren Hits oder eben sogar, hier haben wir wieder was, oder eben sogar Godpacks. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier eine IR. Die IRs sind super, super rare, habe ich das Gefühl. Ich habe noch nicht viel Nein, wir ziehen das Charmeleon. Wir ziehen das Gutexo. Dann, warte mal, habe ich jetzt alle drei? Ich meine, ich habe das Glumanda schon gezogen. Nein, dann haben wir alle drei. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dahinter das Dodrio. Was ist denn das jetzt krasses? Ich weiß jetzt natürlich gar nicht mehr, was für ein Booster aus welchem Bundle kommt. Das heißt, das ist jetzt nicht erstes Bundle, zweites Bundle und so weiter. Ey, wir ziehen das Glurak und dann das Glutexo. Leute, wie geil ist das denn schon wieder? Wie geil ist das denn? Ich habe bei den Abwege-Videos irgendwie echt immer Glück. Ich bin immer noch bei den Sockel. Das ist hier so heftiges. Wir sind immer noch bei den leichten Boostern. Und wir machen weiter. Wir machen weiter. So, Leute, nächster Booster. Hier haben wir mal wieder eine Holo. Ist gut. Wenn jetzt natürlich am Ende, wenn da jetzt ein Godpack drin sein sollte, ne, bei der 22,8, dann, hier schon wieder was. Das gibt's doch nicht. Wir haben hier in den ganzen leichten Packs, haben wir die Hits drin, Leute. Was haben wir hier drin? Wieder eine Full Art? Wir haben das Wigglytuff. Nice, das Knuddeluft. Die fehlt mir auch noch. Hey, hä? Ich check's gerade nicht, wie wir in den ganzen leichten Boostern die Hits drin haben. Und wir hatten aber auch Holos. Also es ist überhaupt nicht aussagekräftig gerade eben. Und wir haben hier noch einige. Ich meine, wenn wir hier die ganzen Hits rausziehen, ich habe nichts dagegen. Überhaupt, also gerade, wir müssen jetzt mal eins sagen. 4 Booster-Bundles, Leute, 4 Booster-Bundles. Und wir machen gerade die leichten Booster auf. Und wir haben jetzt schon, ich habe echt Glück mit den Booster-Bundles. Hier mal wieder die Flamara. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Wir haben 4 Big Hits. Oh, dann noch die Arbor GX, also schon 5. Und wir haben ja noch einiges vor uns. Ich habe gerade wieder keine Ahnung, was hier abgeht. So, jetzt haben wir haben schon wieder was. Das gibt's noch. No. Oh. Das könnte jetzt Shilock sein. Nein, noch besser. Shigi, wir haben das Shigi. Oh mein Gott. Hey, Shilock hatte ich schon. Was ist denn das schon wieder für ein Opening, Leute? Shigi und Vaporeon in Holo. Wir haben bis jetzt noch keine holographische Energiekarte gezogen. Das ist gerade brutal heftig. Und wir machen weiter. Ich mache mal einmal eine Kontrollbiegung, nur damit ihr auch seht. Wir sind immer noch bei 22,3 und hier unten haben wir 22,8. Ich werde in dem Video so gut wie nichts rausschneiden, weil man könnte natürlich einem alles jetzt unterstellen mit dem Wiegen. Aber ich will euch ja nur zeigen, was hier passiert, was hier los ist. Holo oder Hit? Also wenn wir jetzt wieder eine Full Art ziehen, dann ist ja zu heftig. Also es ist schon wieder zu heftig. Wir haben jetzt schon 6 Hits und wir haben... Oh mein Gott, da kommt schon wieder was. Was? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Was sind das für Bundles? Hier ist schon wieder ein SER drin, Leute, glaube ich. Cycling Road. Sichlor. Und... Da ist schon wieder eine SER drin. Nein, ja, das sind Sala. Was zur Hölle geht denn bitte ab? Ich muss hier einen One-Taker hochladen, das glaubt mir doch sonst keiner. Was ist denn hier jetzt los? Das ist der unglaublichste Pull, den ich hier gerade irgendwie... Was?
Und dahinter ist ein Speedrun. Warum kann es nicht ein Livestream sein? Das wäre so ein heftiger Livestream. Ich kann es nicht glauben. Was für eine geile Karte. Es ist eine brutal geile Karte. Mir fehlen die Worte. Wir haben hier noch was. Ey, wisst ihr was? Ich muss mal irgendwie schauen, ob man Puls einblenden kann. Ich habe das Gefühl, dass mein Puls gerade irgendwie ein bisschen leicht erhöht ist. Ich will das einfach immer wieder hier auf die Waage legen. 22,3. Einfach damit ihr seht, hier ist nichts gemischelt, nichts gemunkelt oder sonst was. Das kommt alles straight aus den vier Bundles. Wow. Glurak, wir haben jetzt zwei SCRs, zwei Full Arts, eine IR, ne, zwei IR mit. Ey, krass. So, jetzt haben wir endlich mal keine Hits. Und wir haben jetzt noch, meine ich, zwei Booster aus dem 22,3. Dann kommt 22,5, roundabout. Und dann kommen noch die schweren. Und man würde ja denken, dass die schweren Booster die Hits drin haben. Ich würde es mal fast vermuten, dass in den schweren Boostern einfach nichts drin ist. Also wenn wir jetzt heute noch ein Godpack ziehen, Leute, ey, dann flippe ich aus. Nein. Das kann ich sein. So, hier haben wir jetzt nochmal eine EX-Karte drin. Genau. Also nochmal ein kleiner Hit mit der lieben Jinx EX. Alle Hits, die ihr jetzt gerade hier unten rechts seht, die wandern jetzt hier hoch. Ey, guck euch das an. Das waren jetzt die leichten Booster. Ich meine, zusammen mit der Charizard. Wir haben noch 9 Booster. Das heißt, wir haben bis jetzt 2,5 Bundles aufgemacht und haben das hier rausgezogen. Holy camoli. Wir gehen jetzt in den nächsten Stapel. 22,5 in etwa. Wow, wow, wow. Womit geht's weiter? Erstmal mit einer Holo. Okay. Ja, so. Ha, guck mal hier. Bei den schwereren fängt es an mit den Energiekarten. Das wird durchaus Sinn machen. Vielleicht, das wäre jetzt natürlich interessant. Wenn wir jetzt die ganzen Energiekarten ziehen, dann könnte man sagen, ja gut, die sind so in den Midway-Packs. Und hier, ja, Tatsache, es geht weiter. Guck mal hier, hier haben wir das Wild Plum. Und dann haben wir die nächste Karte, Dahl-Energie. Das ist ja lustig. Leute, ich habe was Geiles gesehen. Guck mal hier, wir haben 4 Swirls, glaube ich. Hier rechts, unten rechts. Unten links und an der Seite links. Finden wir noch einen 5. Swirl? Naja, hier oben könnte man noch einen vermuten. Sagen wir mal 4,5. So, hier nochmal Kontrollwiegung. 22,5 unter 22,6. Das passt. Okay, aber Tendenz ist da, ne? Tendenz ist da. Hier ziehen wir. Ziehen wir wieder was? Ziehen wir wieder eine Holo-Energie? Ja! Wir ziehen wieder eine Holo-Energie. Ey, das gibt's ja nicht. Das ist ja krass, dass die jetzt alle da drin sind. 22,5. Sind die holographischen Energiekarten. Und wir haben hier noch einen Booster. Einmal, letztes Mal 22,5. Genau. Und ich sage jetzt einfach mal, wir haben da die Blitz-Energiekarte drin. Die wird hier drin sein. Guck mal rein. Passt auf. Keine Hitkarte. Na. Was? Ich habe einfach die besten Calls. Leute, ich habe die besten Calls. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. 22,5. Wir hatten ausschließlich Energiekarten. So, und wir gehen jetzt in die Heavy Booster rein, Leute. Ich habe hier die Waage noch ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt ein Gewicht von ungefähr 22,7. Also entweder ist jetzt hier irgendwo ein Godpack dabei oder die Heavy Packs haben gar nichts aus. Wir gehen rein. Erstes Heavy Pack. Hat schon mal kein Hit drin. Aber wir haben wieder eine Energiekarte, und zwar die Wasserenergie. Was sagt uns das jetzt? Sagt uns das, dass in den Lightweight Packs die Hits drin sind, weil die Heavy Packs die Energiekarten beinhalten und vielleicht mit dem Ausschlag nach oben. Also wenn hier ein Gold Pack drin ist, okay. Aber ansonsten, bis jetzt würde ich sagen, ja, wir haben hier schon wieder die Energiekarte. Oh, hier haben wir was drin. Oh nein, Leute, wir haben hier was Schönes. Ich glaube, das ist die Pikachu. Ja, wir ziehen die Pikachu-Karte. Oh mein Gott, ist die schön. Was ist das denn für eine krasse Karte und was ist das für ein krasser Pull heute? Dass wir überhaupt hier noch einen Hit rausziehen. Ich bin gerade komplett fassungslos. Was haben wir alles drauf? Pikachu, Nidoran, in männlich und in weiblich. Wir haben Anton, Fukano, Gengar. Ne, ist es Gengar unten links? Ja, das ist Gengar. Wir haben das Pummeluff. Wie cute ist diese Karte? Da oben haben wir noch zwei Taubsies. Hammer geil. Und dahinter, meine ich, war noch, genau, Holo, einmal Beedrill und ich glaube noch eine Feuerenergie. Genau, und noch eine Feuerenergie. Also, wenn jetzt hier noch mehr Kids kommen, dann bin ich raus. Leute, dann ist hier Ende. Wie cool ist diese Karte denn? Und wir haben jetzt noch zwei Stück. So, einmal hier drauflegen. 2,7 hoch. Ich call jetzt auch hier wieder. Energiekarte. Und wenn jetzt hier wieder ein Hit drin ist, krass. Aber wir haben auch gerade gesehen, es kann auch anders sein. Erstmal nicht. Nein, kein Hit. Ja, Holokarte und Psychoenergie. Wir ziehen auch nur unterschiedliche Energien heute. Die Energiekarten, die müssen sackschwer sein. Jetzt so im Vergleich, ne?
Aber dafür sind ja die SES, die Fullers und alles. Wir machen mal einen Test. Einmal eine Energiekarte. 1,938. Jetzt mache ich mal die Glurak. 1,8. Die Energiekarte ist zumindest jetzt nur zumindest so zwei Karten, ne? 0,1 Gramm schwerer, die Energiekarte. Und das ist viel. Das ist viel für so eine Karte, ne? Das heißt, Heavy Booster haben die Energiekarten drin. So, wir gehen ins vorletzte Booster. Moment. Bevor ich das Ganze aufmache, ich habe es schon aufgemacht, aber 22,84 sogar. Habe ich hier was verwechselt? Gut, ich habe tariert. Und 22,83. Okay. Also die beiden sind doch jetzt ähnlich vom Gewicht her. Also wir haben jetzt nochmal die letzten zwei Heavy Booster. Leute, wir gehen rein. Vorletztes Mal. Ich bin völlig von den Socken. Haben wir hier was drin? Wir haben hier nichts drin. Nochmal eine Blitzenergie. Ich weiß, 24 Booster, die sind nicht aussagekräftig. Ich weiß es, Leute. Ja, braucht ihr mir gar nicht reinschreiben. Muss 1000 Booster aufmachen, bevor du überhaupt was sagen kannst. Ist mir klar, dass 24 Booster nicht viel aussagen. Aber ich finde das Ergebnis schon relativ eindeutig. Eigentlich erwarte ich jetzt hier nichts von. Jetzt ist die Frage, Godpack. Hat es dann 23 Gramm zum Beispiel? Wäre möglich. Ja? Wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier maximal eine Energiekarte drin ist. Wir gehen rein. Letztes Pack. Mach mal ein bisschen gemütlicher. Duduo, Tentacool, Ratata. Ich wollte jetzt Radikal sagen, weil es Ratata auf Englisch heißt. Squirtle. Ich lese einfach, was ich sehe. Persian, Muck. Wir haben kein Godpack. Wir haben ein Caterpie. Let's go. Raupi. Ja, sehr schön. Nochmal ein Hit hier. Und dahinter wahrscheinlich dann nochmal ein Holo und noch eine Energiekarte. Ja, die Kampfenergie. Ich sage jetzt für mich, dass in diesem Set die Heavy Packs vor allem bedeuten, dass da die Energiekarten drin sind. Und zumindest was dieses eine Opening jetzt angeht, hatten wir die Big Hits. Und zwar fast alle Big Hits in den Light Packs. Unfassbar viele Hits heute aus vier Bundles, aus 24 Boostern. Aus den Heavy Bundles, mal abgesehen von den ganzen Energiekarten, hatten wir die beiden hier. Und aus den Light Packs, wenn man es jetzt so nennen will, die Holos lasse ich jetzt mal außen vor, hatten wir das hier alles. Zwei Full Arts, zwei EX-Karten, zwei IR-Karten und zwei SER. So, und da haben wir nochmal alle Hits. Also, boah, es ist nach wie vor brutal heftig. Ich meine, wir haben alle Energiekarten sogar. Es sind nur 24 Booster. Ja, ich weiß, nochmal Disclaimer, macht 1000 Booster auf, dann könnte man vielleicht mehr draus sagen. Aber zumindest könnte man jetzt vermuten, dass die Heavy Booster, die schweren Booster, eben die Energiekarten drin haben. Und da halt entweder ein Hit mit dabei ist oder eben nicht. Und die Lightbests, die hatten Tatsache fast alle die Hits drin. Aber genauso waren auch oft nur Holos drin. Was denkt ihr? Kann man das Set abwiegen oder nicht? Ich bin zwiegespalten. Ich fand es auf jeden Fall wieder interessant. Die Pulse waren mega, mega gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar da und natürlich auch rein in die Abo-Falle. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.